Bankaktien sind gerade ganz besonders attraktiv wegen der steigenden Zinsen. Das war die Meinung bis letzte Woche, als in den USA dann drei Banken zusammengebrochen sind. Und anschließend war die Meinung, ja, die Bankenpleiten sind nicht schön, aber sie sind jetzt auch nicht besonders gefährlich. Bis dann gestern Credit Suisse abgestürzt ist, sodass sich jetzt doch die Frage stellt, wie gefährlich ist das Ganze für das gesamte System möglicherweise und kann man dazu jetzt schon irgendwas Vernünftiges sagen? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die vielen Kommentare für das Video vom Montag zu den gesprengten Gazprom-Pipelines. Es waren da auch sehr humorvolle Kommentare drunter von Ihnen. Aber es ist auch was bemängelt worden. Zum Beispiel, dass ein anderes, aktuelleres Thema vielleicht besser gewesen wäre am Montag. Weil die Pipelines, die sind ja sowieso jetzt kaputt und die werden von dem Video auch nicht wieder ganz. Aber gleichzeitig gab es eben ja auch eine akute Bankenkrise in den USA. Und ich habe natürlich nachgedacht über das Thema und was gelesen und auch Videos geschaut von fleißigen Kollegen, die die gemacht haben. Aber ehrlich gesagt, ich habe es dann wieder verworfen, weil ich mir gedacht habe am Montag, ich kann jetzt erstmal auch nichts anderes dazu sagen, als das, was viele andere auch schon gesagt haben. Oder wie es Karl Valentin ausgedrückt hätte, es ist alles schon gesagt, nur noch nicht von allen. Und außerdem ist mir auch einiges noch nicht so richtig klar gewesen Anfang der Woche. Also ich weiß auch nicht, wie es Ihnen da gegangen ist. Zusammengebrochen sind ja die Signature Bank, die First Republic Bank und die größte von den dreien, die Silicon Valley Bank. Die wichtigste unter allen Banken, von denen wir noch nie was gehört haben. Wobei es auch Leute gibt, die jetzt sagen, naja, so richtig wichtig ist sie erst an dem Tag geworden, an dem sie eben untergegangen ist. Aber immerhin, die Nummer 16 in den USA mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 200 Milliarden Dollar. Das ist schon was. Und mein erster Gedanke war dann, naja, wahrscheinlich sind sie zu hohe Risiken eingegangen. Also die Signature Bank, die war ja zum Beispiel ein wichtiger Finanzierer der Kryptoszene. Und die Silicon Valley Bank, die hat ja überhaupt Technologieunternehmen auch gemacht, Wachstumsunternehmen, Startups. Da denkt man klassisch, zu viele Ausfälle wahrscheinlich und zu viele Risiken in der Bilanz. So kennt man es ja auch aus der Finanzkrise. Aber so war es ja gar nicht. Das Problem waren ja anscheinend US-Staatsanleihen. Das Beste vom Besten, das Sicherste vom Sichersten. Das, was ja auch immer herangezogen wird für alle anderen Kapitalanlagen als Benchmark, der risikolose Zins. Da waren diese Banken stark investiert, speziell die Silicon Valley Bank, da ist es auch gut dokumentiert, das alles. Da haben die ihr Geld geparkt in langlaufende US-Bonds. Solider geht's eigentlich gar nicht. Und wie sich das dann aber ausgewirkt hat, das ist auch in vielen Beiträgen schon gut beschrieben worden. Also die Zinsen sind eben stark gestiegen und dadurch sind die Kurse der Anleihen ja gefallen, ist auch klar. Also sie kaufen eine Anleihe bei einem Zins von 0,5%, jetzt ist er bei 3,5%, da fällt die natürlich. Nur, es ist nicht zwingend ein Verlust, das Ganze. Man kann die Anleihe ja auch halten bis zur Endfälligkeit. Dann kriegt man eben seine 0,5% pro Jahr. Und wenn man davon ausgeht, dass man die auch hält bis zum Schluss, dann muss man die auch nicht zum Marktwert bewerten in der Bilanz. Den Verlust hat man ja nur dann, wenn man zwischenzeitlich verkaufen würde. Aber in der Bilanz, da stehen dann natürlich umgekehrt auch Werte, die man zum aktuellen Marktpreis eben nicht erzielen würde. Nur, und das ist meiner Meinung nach nicht so gut klargestellt worden oft,
Wenn das das große Problem des Bankensektors wäre, dann wäre es schwer nachvollziehbar, warum speziell nur diese drei Banken jetzt betroffen sind, weil wir müssen davon ausgehen, dass ja alle Banken von oben bis unten vollgestopft sind mit solchen Staatsanleihen. Und dann müssten wir wirklich sagen, jetzt, okay, das war's, die Krise ist da, hängen wir unseren nächsten Baum auf. Sie würden das wahrscheinlich sowieso nicht machen, nur weil ich das hier sage. Schade eigentlich ein bisschen, muss ich da mal sagen, als Medienschaffender, der ganze Mangel heutzutage irgendwie an Vertrauen eben. Aber wie auch immer, wir sind natürlich in einer kritischen Phase dadurch jetzt. Und das hat auch viele Aspekte, Aspekte, die ich jetzt auch nicht alle schaffen werde in diesem Video. Zum Beispiel, was ja die Geldpolitik betrifft. Sind wir jetzt durch diese Krise vielleicht am Ende doch viel schneller an dem großen Wendepunkt wieder, wo die Zinsen drehen könnten? Und kriegen wir jetzt vielleicht sogar unseren berühmten Fed-Put wieder zurück? Also mehr oder weniger die Garantie, dass uns die Fed dann doch immer wieder rausboxt. Darum geht es hier dann nächste Woche. Da ist dann ja auch die nächste FED-Sitzung dann wieder. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Am besten natürlich als Kanalabonnent. Man kann es nur immer wieder sagen, ein Kanal, so wie meiner hier, der braucht eben Abonnenten, sonst geht er unter. Und Sie brauchen ein Kanalabo, sonst gehen für Sie die Beiträge unter. Darum also auch immer auf die Benachrichtigungsglocke drücken und dafür jetzt schon mal vielen Dank. Das Besondere an diesen drei Banken in den USA, das war nicht, dass sie jetzt Buchverluste gehabt hätten mit Bonds, sondern dass sie eben auch wirklich gezwungen waren, die zu realisieren, weil sie Kundengelder verloren haben. Also auch das eine komplett andere Situation als das, was wir immer in der Finanzkrise gehabt haben. Bei der Silicon Valley Bank zum Beispiel, da waren ja die Kunden Wachstumsunternehmen, die haben viel Geld auch wohl gehabt in der Corona-Krise und jetzt sind die Zeiten für die aber härter geworden, dadurch haben die Geld abgezogen und dadurch ist es eng geworden für die Bank. Die Bank hat dann Geldanlagen eben auch mit Verlust verkaufen müssen. Das hat Eigenkapital aufgefressen und irgendwann hat man dann eben auch von außen gemerkt, dass es da eng wird und es hat eine Flucht stattgefunden, ein Bankenrun. Und wenn sowas passiert, dann ist es natürlich ganz schnell auch vorbei mit so einer Bank. Auf der einen Seite, die Silicon Valley Bank ist jetzt nicht top dagestanden. Hier ist eine Grafik aus der Financial Times. Das Ganze ist erstellt worden von Standard & Poor's und von RBC Capital. Ein paar Kennzahlen von den Banken, die jetzt nicht ganz so super dastehen. Wir sehen zum Beispiel bei Silicon Valley Bank rechts da die unrealisierten Wertpapierverluste, die waren mit 18 Milliarden Dollar ziemlich hoch im Vergleich. Und die Leverage Ratio, also das harte Eigenkapital zu den Assets, das war nach diesen Buchverlusten sogar negativ, also deutlich schlechter als bei den anderen Banken hier. Aber gleich drunter, da haben wir auch die First Republic Bank, die schon in jeder Hinsicht besser dagestanden ist, aber die hat es trotzdem auch erwischt. Panik ist Panik, da ist eben dann keiner mehr sicher. Und abgesehen davon, wenn wir das jetzt ernst nehmen mit diesen nicht realisierten Verlusten, dann wirkt sich das auch bei den großen Banken ganz schön aus. Die Grafik hier ist auch aus der Financial Times und ich hoffe, man kann das alles erkennen. Das Blaue, die blauen Punkten, das ist die ausgewiesene Kernkapitalquote Ende 2022 und das in Lila dann aber abzüglich dieser nicht realisierten Buchverluste. Und das sieht dann zum Teil schon ganz anders aus. Bei der Silicon Valley Bank natürlich ganz extrem der Unterschied, aber zum Beispiel auch Bank of America ausgewiesen worden sind über 11%, aber mit Buchverlusten wären es dann nur noch 6%. Und weiter unten dann eben etliche Banken, bei denen das Kernkapital dann nicht mehr besonders hoch ist und wo die Aktien jetzt auch zum Teil massiv gefallen sind. Man sieht also, warum jetzt eben viel Geld abgezogen wird von Regionalbanken in stabile Großbanken wie zum Beispiel JP Morgan und Citigroup.
Man sieht auch, dass das Ganze auch schon einiges ausmacht. Und wir reden hier ja noch nicht von richtigen Belastungen, die theoretisch ja auch noch kommen könnten, all durch den starken Zinsanstieg, den wir gerade haben. So wie es eben in der letzten Finanzkrise war. Immobilienmarkt, Hypothekenkredite, Kreditausfälle bei Unternehmen und so weiter. Was kommt da noch? Alles im Prinzip zusätzlich ja auch noch denkbar, weil der Zinsanstieg, der setzt das System jetzt schon unter Stress. Und gleichzeitig sehen wir aber natürlich auch an diesem Fall, wie das Ganze zum Teil eben auch abhängt rein von Marktpsychologie, weil die Verluste ja wirklich nur dann realisiert werden müssen, wenn der Markt panisch wird. Und dadurch haben wir einen Teufelskreis. Und das ist auch irgendwie ja das Wesen von solchen Krisen. Die große Wertvernichtung, die entsteht ja nicht unbedingt durch die fundamentale Situation, sondern dadurch, dass eben das Vertrauen weg ist. Und wo es eben kein Vertrauen mehr gibt, da gibt es auch niemanden mehr, der irgendeiner Sache noch irgendeinen Wert beimessen könnte. Und damit sind wir bei Credit Suisse, mit der wir uns gar nicht jetzt so großartig lange aufhalten wollen. Credit Suisse ist natürlich ein Sorgenkind seit Jahren, letztes Jahr auch wieder ein Verlust von 7,3 Milliarden Franken und auch nochmal eine große Kapitalerhöhung. Und hier der Chart, die letzten 3 Jahre von der Schweizer Börse. Vor 2 Jahren waren sie noch bei 12,50 Franken, gestern dann nur noch bei 1,70 Franken. Gestern außerdem ja auch ein Kurseinbruch um 24%. Der größte Aktionär ist inzwischen die Saudi National Bank mit einem Anteil von 10%. Und der Chef von der hat gesagt, sie werden bei Credit Suisse nicht nochmal Geld nachschießen. Und mit diesem Satz hat er gestern einen Börsenwert von fast 3 Milliarden Euro vernichtet und er hat das Vermögen seiner Arbeitgeber auch um fast 300 Millionen dadurch vernichtet. Und er hat zwar natürlich außerdem gesagt, das hat eben auch regulatorische Gründe, dass sie das nicht machen werden, und die Credit Suisse braucht außerdem auch gar kein Geld. Aber das war dann auch schon egal. Das Einzige, was der Markt gehört hat, war, die Saudis werden Credit Suisse nicht mehr helfen. Und dementsprechend sind dann aber auch alle anderen Bankaktien nochmal runter. Der europäische Bankensektor hat von Montag bis Mittwoch 120 Milliarden Euro an Wert verloren. Und eins ist klar, wenn Credit Suisse wirklich untergehen sollte, dann raucht es natürlich im Karton hier. Das ist noch nicht Lehman Brothers vielleicht, aber es ist schon ziemlich nah dran. Aber es passiert wahrscheinlich nicht. Die Schweizerische Nationalbank, also die Notenbank da, die hat ja auch schon gesagt, Credit Suisse ist systemrelevant und wenn sie Liquidität brauchen, dann kriegen sie die auch. Und es gab dann auch gleich eine Kreditzusage von 50 Milliarden Franken. Und das Gleiche haben wir in den USA sowieso auch schon. Also auch da hat ja die Fed jetzt dem kompletten Sektor schon ein Liquiditätsprogramm verschafft und für die Bankkunden gibt es auch eine komplette Einlagensicherung, also nicht begrenzt, sodass der neue Chef von der Silicon Valley Bank ja schon gesagt hat, sie seien jetzt die sicherste Bank im Land mit dieser Staatsgarantie. Und man hat jetzt natürlich die Erfahrungen aus der Finanzkrise und man kann auch davon ausgehen, würde ich sagen, wenn es hart auf hart kommt, dann pumpen die Notenbanken jede beliebige Summe jetzt in die Banken, sodass ich vermuten würde, wenn es nur das ist, was wir bis jetzt sehen, dann kriegt man das Problem wahrscheinlich wieder in den Griff demnächst und es gibt erstmal keine große Bankenkrise. Das soll jetzt nicht heißen, dass man sich als Anleger jetzt unbedingt stürzen sollte auf die vermeintlich billigen Krisenbankaktien. Das hat in der Finanzkrise auch schon nicht besonders gut geklappt. Und auch wenn Banken da gerettet worden sind, für die Aktionäre ist dann ja eben doch meistens nicht großartig was übrig geblieben. Und es kann auch sein, dass wir trotz allem jetzt ein paar volatile Wochen jetzt auch noch vor uns haben, weil die Investoren eben möglicherweise sagen, ich werde nicht der Erste sein, der da wieder ins Risiko geht. Ich will vorher schon mal sehen, ob sich und wo sich das wieder stabilisiert und was dann noch übrig ist. Aber unterm Strich, ich glaube schon und hoffe schon, man kriegt es diesmal noch in den Griff.
Und wenn Sie aber sagen, ich traue dem Frieden nicht oder auch das war erst der Anfang, weil das, was gerade da passiert, das sagt ja schon wieder alles, dann habe ich jetzt auch was Schönes für Sie, nämlich unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report. Da gibt es einen Rückblick auf die Finanzkrise 2008 und wir schauen uns da an, was ist in dieser Krise damals gestiegen und nicht gefallen, welche Aktien hat man haben müssen und welche anderen Geldanlagen haben auch davon profitiert. Spoiler-Alarm, es war nicht Gold erstmal, Gold ist dann erst später gestiegen, da war der Höhepunkt der Finanzkrise schon vorbei. Und die Reports von uns, die sind gratis, jeder kann sie lesen, sie bekommen sie auf www.zukunfts-märkte.de. Nächste Woche geht er raus, dieser Report, Geldanlagen für schwere Systemkrisen. Der Link für die Reports ist hier auch nochmal unter diesem Beitrag. Und wie gesagt, wenn nächste Woche noch nicht noch was anderes furchtbar Spannendes passiert, dann geht es hier auf dem Kanal dann darum, was die Krise jetzt heißen kann für die Geldpolitik, ob da die Wende kommen könnte und was das dann auch heißt für Aktien, aber eben auch für Bonds und Edelmetalle. Bis nächste Woche, alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.